Das doch so ein. Aber erstmal kaputt machen. Was hat der denn gefressen? Also ich weiß, was das war, nämlich so ein Silberfisch. Ihr kleinen Mistviecher. Tja, das Blöde ist, die Steine kann man gar nicht erkennen. Sind noch mehr so verseuchte Steine? Die stecken ja in den Stein. Die sehen ja auch so aus. Wow. Da war zwar nicht viel los, der hätte uns wohl nicht kaputt bekommen. Dann wäre ich halt einen Schritt zur Seite gegangen, hätte der erstmal hinterher wieseln müssen, so. Ich fang dich, ich bin der schlimme, schnelle Axtkiller. So ein bisschen krank muss das ja klingen. Sonst hat es nicht die Wirkung. Oder wie manche Bösewichte in James Bond, so von wegen, oh, ich werde die Welt beherrschen und ich werde alles an mich reißen. Wen könnten da aufzählen? Den Dr. No vielleicht? Ich weiß gar nicht, wie die Jungs da alle hießen. Der Rote Oktober war es auf jeden Fall nicht. Das war ein anderer Spielfilm. Auch mit Sean Connery. Glaube ich mal wieder Wasserzeit, ne? 2 Stunden oder so gerade aufgenommen. Und schon muss etwas die Stimme geölt werden. Klingt aber, glaube ich, gar nicht mal so schlimm, wenn ich dann nichts trinke, aber ich merke es dann so unglaublich, dass dann auf mir, als hätte jemand so ein Haushaltspapiertuch mir in den Hals geschoben und ich müsste dann trotzdem weiter sprechen, ohne dass es mies klingt. Und das ist ja bekanntlich nicht so einfach. Ja, also nochmal zum Thema Urheberrecht, da mit Computerspielen und Filmchen. Ich finde das Thema ziemlich mies, denn wenn ich jetzt beispielsweise in einem Video auf YouTube was verwenden möchte, ein urheberrechtlich geschütztes Lied, aber nicht jetzt so von wegen, ich lade das jetzt einfach nur nochmal hoch, was jetzt, nehmen wir mal wieder Justin Bieber, den guten Jungen, was der jetzt komponiert hat oder zumindest gesungen hat. Also wenn ich das nicht einfach nur hochlade, sondern das künstlerisch wertvoll in meinen eigenen Content da einbinde, dann könnte man dann einerseits argumentieren, so Fair Right, nee, wie heißt das? Fair Use, glaube ich, heißt das. Das Recht, auf das man sich beziehen kann, wenn das eben, wenn man nicht hauptsächlich das nutzt, was man denn da nutzt, sondern wenn das nur so eine Art Randdings ist und das Video nicht vollständig ausmacht, dann kann man sich darauf berufen und sagen, oh, aber ich habe doch gar nicht gegen irgendwas verstoßen, das war schon alles in Ordnung. Tja, nur ist das, wie gesagt, ein wenig schwammig. Und genauso schwammig finde ich auch, das ist nur meine Meinung, die müsst ihr nicht haben, dass wenn man ein Spiel, ein Computerspiel, wenn man da den Kopierschutz umgehen darf, das dann in Ordnung sein soll. Aber sofern man, also so wie man einen Film antatscht, das klingt auch schon wieder lustig, also sofern man da rangeht, dann ist das sofort illegal. Von wegen, du bist ja Junge, wie konntest du auf die Idee kommen? Ja, aber da merkt man schon, es ist nicht so ganz einheitlich geregelt. Jeder möchte, glaube ich, so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch nicht im Interesse von allen Beteiligten ist, dass da so ein einheitlicher Konsens, dass man sich auf was Einheitliches einigen kann. Und das finde ich schade. Das wäre dem Verbraucher doch deutlich angenehmer, wenn er nicht, bevor er jetzt beispielsweise, das könnte man so nehmen, wenn man, ich weiß nicht, so Step-Musik beispielsweise, wenn man da jetzt Verwendung für hat, wenn man jetzt eine Step-Gruppe oder was weiß ich leitet, das ist jetzt nicht ganz realitätsnah, weil das vielleicht nicht jeder macht, aber wenn man sowas machen würde, dann müsste man sich ja vor Verwendung jedes Titels eigentlich erkundigen, ob man das, also vom Texter muss man sich die Erlaubnis einholen, vom Komponisten und vom Sänger, wenn man das nicht gerade selber singt. Also von den Künstlern, von der Band.
Und das für jeden einzelnen Titel, den man da spielt. Ganz einfach aus dem Grund, weil es ja eigentlich eine öffentliche Aufführung ist. Also so glaube ich das. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Rechtsbeistand oder sowas, studiere auch nicht Jura. Aber ich kann schlummern gehen. So. Wo war ich gerade stehen geblieben? Das geht ja heute einigermaßen flüssig von der Hand. Kleiner Moment noch, ich muss mich kurz recken und strecken und hier noch ein wenig und da noch und schon ist gut. Ach ja. Und wieder auf ins Gemüse. Das ist auch herrlich, dass ich noch gar nicht gesagt habe, was wir denn da unten eigentlich machen. Haha. Und wisst ihr was? Das werde ich auch so schnell nicht. Denn ich glaube, in dieser Aufnahme werde ich das sowieso nicht mehr angehen. Und eventuell... Achso, wir hätten uns gerade noch mal ein Schäufelchen machen können. Das wäre doch eine ganz tolle Investition. Ja, und falls ich dann an meinen Ideen noch was verändern sollte, falls ich da noch rumfeile, dann kann ich das still und heimlich machen, denn bis zur nächsten Aufnahme werden sicher noch ein paar Minuten vergehen. Nein, keine Fackel. Hui. Mir ist es gerade noch mal gut gegangen. So, ein Schäufelchen dorthin. Ich glaube, die ganzen Äxte können wir auch beruhigt in der Kiste lassen. Für die habe ich jetzt nicht so die Verwendung. Du und du und du und du. So. Wobei, eine können wir mitnehmen, denn die brauchen wir eventuell, wenn wir auf der anderen Seite durchstoßen. Wenn man uns nicht den Durchstoß gibt. Nein, das wollen wir gar nicht weiter ausführen. So, also irgendwas hatte ich von Urheberrecht gequatscht und uneinheitlich, ja, ist ein deutsches Wort. Ja, aber was genau ich denn da jetzt zuletzt gesagt weiß ich gar nicht mehr. Das war hier gerade so spannend. Mit zu Bett gehen und sowas, da bin ich immer total ausgelastet und beschäftigt. Dann kam noch ein Silberfisch dazwischen und schon war es um den Faden verloren. Da hilft auch Färben nichts mehr. Da fällt mir gerade ein, man kann ja sogar, ich glaube, das kann man sogar schon in dieser Version, kann man sich Stolperdraht basteln. Eben auch Faden genannt oder Seil oder wie auch immer das heißt. Vielleicht heißt das auch wirklich Draht, das müssen wir mal ausprobieren. Das ging irgendwie mit Spinnenseidenfäden, von denen wir noch nicht allzu viele gesammelt haben, aber ein paar müssten dann in Kisten schlummern. Und mit dem Stolperdraht wiederum kann man dann ein Redstone-Signal auslösen und da irgendwann in die Luft jagen oder einfach nur ein Signallämpchen anmachen oder eine Tür öffnen oder was weiß ich. Irgendwas Schönes halt. Kann man sicher auch gut verwenden, wenn man jetzt so paranoid ist und sein Haus oder seinen Berg, wo man drauf wohnt, wenn man schon paranoid ist, dann aber richtig. Also wenn man jetzt auf so einem Turm, also sowas, wenn man da jetzt zum Beispiel haust, ganz oben drauf, dann könnte man drumherum im Wasser am besten noch ein bisschen Stolperdraht legen und dann kommt da auch keiner hoch. Also ohne, dass man das merkt. Oder man könnte auch so Spender, diese Dispenser, damit kombinieren. Man kann so tausend und eine Sache machen. Und ich glaube, irgendwas müssen wir auch nochmal mit Redstone machen. So ein, zwei Stacks haben wir schon in den Kisten lagern zu Hause. Und das da einfach nur verkommen zu lassen, ist auch nicht so das Wahre. Worauf ich nicht, also momentan, das kann sich natürlich innerhalb von 5 Sekunden ändern, aber worauf ich jetzt eigentlich nicht so die Lust hätte, wäre so eine automatische Farm, was ja immer recht naheliegend ist, wofür man Redstone gebrauchen kann. Dann geben wir ein paar Kolben hoch oder runter, machen dann das Wasser, lassen das loslaufen, es fließt den Berg runter und dann ist alles abgeerntet. Das wiederum widerstrebt mir. Aber machen könnten wir das auch einfach nur, um es gemacht zu haben. Möglich ist ja vieles dann. So, ich glaube, wir sollten mal wieder nach draußen schauen. Nicht, weil ich befürchte, dass es schon wieder Nacht wird. So. Sieht noch gut aus. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir denn hier rauskommen. Ich glaube, wir sollten das hier noch ein bisschen weiter durchziehen. Dafür können wir diesen Baum gerade mal mitnehmen. So, ach Mensch. So.
soll ja auch immer schön geordnet sein im Inventar, nicht, dass ich mich dann selbst beschwere von wegen, Junge, was hast du denn da gemacht? Hätte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass es da eine Mod für gibt, für solche Menschen, die ihr Inventar nicht sauber halten können. Dazu gehöre ich leider manchmal auch, zumindest hier in der ersten unteren Zeile, in der Schnellzugriffleiste quasi. Da schaffe ich das wenigstens, ein nicht allzu großes Durcheinander zu erzeugen. Aber ansonsten gibt es da eben eine Mod für, damit man, was wollte ich jetzt sagen? Da kann er eigentlich bleiben, ne? Können wir gerade mal wieder ein bisschen renaturieren. Das Kohlebergwerk wird geschlossen, die Grotte. Ja, das sieht noch nicht wirklich schön aus, aber wir arbeiten dran. Bitte. Was wollte ich gerade sagen? Ach, die Mod, genau. Ja, dass es da eben eine gibt, mit der man sich Abhilfe schaffen kann, wenn man das nicht schafft, alles sauber zu halten. Und da integriert ist auch eine Funktion, dass man anders formuliert, darin ist die Funktion integriert, dass man automatisch, wenn ich jetzt beispielsweise eine Schaufel zerstöre, mutwillig, selbstverständlich, dass dann, sofern ich noch eine im Inventar habe, ich glaube, die muss auch aus dem gleichen Material sein, dass ich dann eben eine neue spendiert bekomme. Die wird dann da unten reingelegt, so wie es dann Klingen macht, die alte kaputt ist. Ist eigentlich eine relativ nette Funktion. Ja, aber gut. Ich schaff's auch ohne. Das ist eigentlich mehr so eine Lebenseinstellung schon fast. Es gibt ja Leute, die können ohne, um das jetzt noch einmal aufzuwärmen, ich glaube, ich habe schon mal meine Meinung geäußert, oder es kam zumindest schon mal so durch, dass es meine Meinung ist. Es gibt ja Leute, es soll ja solche geben, vielleicht gehörst genau du auch zu der Kategorie Mensch, die nicht ohne soziale Netzwerke, das Smartphone und überhaupt auskommen können, weil das ja alles so hübsch und so praktisch ist und man da ja so einfach seine ganzen 10.000 Freunde, die man gesammelt hat, im Überblick behalten kann. Und auch Geburtstage und alles, was man sich ja gar nicht merken möchte und kann und weil das ja alles so hübsch und so praktisch ist. Ja, auf jeden Fall soll es ja solche geben. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben auch Leute gibt, die dann lieber es so hübsch und so praktisch haben, dass mir die Spitzhacke, also wenn ich sie kaputt gemacht habe, sofort ins Auge ploppt. Aber es gibt eben auch so Leute, so wie mich, die wollen das dann nicht. Die wollen Minecraft spielen, möglichst realistisch das Unrealistische erleben. Da ruckelte es gerade. Warum? Ganz kurzer Blick nach links, also erstmal hier unten. Dann den aufmachen, dann dahin. Der sagt noch 783 GB frei. Ich glaube, das reicht noch eine Minute. So, Lebenseinstellung. Vielleicht hätte ich es mir aufschreiben sollen, was ich zuletzt gesagt habe. Also ich möchte dann lieber Minecraft so spielen, wie es ist. Abgesehen von jetzt, dass ich auch Optifine nutze, was es grafisch aufhübscht, oder dass Zombies Leder fallen lassen. Okay. Aber das ist immer so im Einklang mit dem, sag ich mal, Charme von Minecraft. Also in Minecraft ist alles blockig. Oder zumindest irgendwie so blockähnlich. Es gibt ja auch solche Sachen wie das, heißt das Ender? Also was man im Ende findet, dieses Ei, was man da ganz am Ende halt von Minecraft bekommen kann. Das zum Beispiel ist ja, sieht ja nicht so nach Klotz aus, ist aber eigentlich auch so ein Block. Und wenn ich jetzt anfange, hier in Minecraft runde Sachen reinzubauen oder eben, dass man keine Spitzhacken mehr braucht, dann kann man ja gleich in Creative Mode gehen. Also entweder hübsch und praktisch, aber nicht Minecraft, oder eben Minecraft, ne? Muss jeder so für sich selbst entscheiden, was er möchte, was sie möchte. Oder auch, was die Schafis wollen. Ich meine, die wollen vielleicht auch nicht den ganzen Tag mit 100.000 Schaufeln gespankt werden. Das finden die vielleicht irgendwann auch nicht mehr so lustig.